Jo, willkommen meine Freunde zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Windscape. Wir sind hier in der im Vulkan immer noch. Wir haben im letzten Part, wie ihr seht, eine neue Waffe erhalten und einen neuen Schild natürlich damit auch. Ja, man erhält immer Schild und Waffe offensichtlich zusammen. Und auch hier eine geile, fette Rüstung mit Danium beschichtet. Da musste man erst eine Rüstung bauen aus Mithril und dann nochmal mit drei so Danium-Dingern beschichten. Und die hat jetzt, wie ihr seht, sowohl bei Schnitt und Wucht als auch bei Feuer und Eis 10 Abwehr und bei Stich immer noch 7 und nur Arcane Abwehr hat sie nicht. Also richtig geile Rüstung. Aber wir haben ja auch schon richtig starke Gegner, wie ihr euch erinnert. Im letzten Mal haben wir okay, heute mal keinen Schaden. Ah ne, doch, wir haben jetzt schon 75, ne? 75, naja gut. Hier sind so eine Feuermonster unterwegs und so weiter. Wir haben da unten und hier so ein paar Rätsel, ein paar Maschinen aktiviert und so weiter. Ein paar Schalter gedrückt, damit wir da ein Gitter entfernen konnten. Und da gehen wir jetzt mal hin. Bin schon mal gespannt. Hier müsste jetzt hier gleich ein recht großer Raum voll, ob das schon der Boss ist oder. Ja, ich sag, ob man jetzt, da ich jetzt alles schon geschmiedet habe, was man machen kann, ist. Ich weiß nicht, ob man, ob das sinnvoll ist, noch Zeug mitzunehmen, ja. Weil bis jetzt hatte ich immer, wie gesagt, mein altes Material auf einer neuen Insel nicht mehr brauchen. Wow, guckt euch den Raum an. Okay. Lava-Geysir, da unten ist alles voller Lava. Aha, hier haben wir eine Minenbahn, ein Minecart. Dampf raus. Oh, oh. Ein Bogenschütze. Ja, auch einen neuen Bogen haben wir uns gebaut. Oh, hier ist noch ein. Den haben wir. Mein Schraubenschlüssel hier. Vorbei. Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon öfter gesagt, das Spiel ist, wie ihr seht, nicht ganz glitchless. Es ist immer irgendwo die Gegner hängen manchmal fest und ja, die Minentür da unten, da dieses Gitter, wenn man da rausgeht wieder, dann kommt man nicht wieder zurück und all solche Dinge, das ist nicht schön. Okay, gehen wir erstmal in diese Richtung, hoch gehen wir später. Wir müssen kurz gucken. Ja, einmal geht es rechts und einmal noch ganz oben. Okay, dann wollen wir mal gucken. Okay, ist noch so ein Typ. Der sich auch fest glitscht. Ja, schon wieder fast die Hälfte weg von der Energie. Aber wir haben ja genug Suppen dabei. Nehmen wir mal eine Suppe. Ah, da ist noch ein Bogenschütze. Ich glaube, habe ich den nicht mit Mana gekillt? Ja, wir haben Mana gekillt. Ja, hier ist der Boden kaputt, da muss man aufpassen. Fetter.
Hier können wir noch mal. Welche besiege ich jetzt zuerst? Ach, hier, das ist übrigens der neue Bogen, genau. Der hier. Super, ja, der aussieht, tut er nicht schlecht. Da kann er ja anscheinend durch den. Ist ja gut, mein Freund, ist ja gut. Ganz ruhig. Papa ist ja da. Ja, die Gegner sind schon recht stark. Ja, Geld. Wir haben hier Geld sammeln, anscheinend ja. Aber im Originalspielstand, wie gesagt, wer die Parts geguckt hat, der weiß ja, dass ich das Spiel nochmal gespielt habe, weil wir nicht in die Pyramide konnten, weil aus irgendeinem Grund wir im Spiel nicht diese Amulette oder Dinger da geben. Oder hier kann man sich wieder so ein Ding bauen, brauchen wir im Moment nicht. Ich habe eins, die zwei. Ich will erstmal noch mal kurz hier gucken, was hier noch so schön ist. Okay, hier ist nur Bergbau. Überreste. Okay, hier ist die Bahn zu Ende. Man kann sogar auch die Cards. Ja, die Geschichte mit dem Special Empty Mine Card. Auch ein Projekt, was ich gerne noch machen würde. The Cave. Ja, auch ein, ja, also das ist so eine Art Rätselspiel, wenn ich dieses Jungle genau heißt. Da muss man halt, nicht kämpfen oder so, sondern nur Rätsel halt lösen. Okay. Ja, hier sind wir die Viecher, ich hasse sie. Die sind so zäh, ey. Eis gegen Eis scheint ganz witzig zu sein. Noch eins. Theoretisch können die auch unendlich wahrscheinlich kommen aus der Lava, oder? Ich weiß es nicht. Oh, ich sterbe gleich wieder. Aber die hinterlassen scheinbar kein Loot. Okay, hier. Oh, hier ist auch ein Vieh. Ja, stirb, friss Eis. Ja, wie gesagt, wir haben ja auch einen dritten Zauber bekommen. Diesen Endhager, den brauchen wir anscheinend. Bis jetzt haben wir den nur in der Pyramide gebraucht. Ich weiß nicht, ob der noch öfter zum Einsatz irgendwann kommt. Ja, hier müssen wir hier so ein Ding einsetzen. Jetzt haben wir bloß noch einen. Ich weiß nicht, ob wir noch sicherheitshalber einen machen sollten. Ich nehme an, wenn man das braucht, dann wird uns doch auch wieder so ein Lux-Ding jetzt da kommen, wo man den herstellen kann. Mal gucken, ob wir erkennen können, was da passiert ist, weil gezeigt hat es uns mal wieder nicht. Okay, die sind wenigstens nicht wiedergekommen. Aber da hinten. Okay, wahrscheinlich kann man da jetzt irgendwie was aktivieren oder so, keine Ahnung. Ja, ich denke, wir müssen jetzt da oben über die Schienen balancieren, was wahrscheinlich schwieriger ist, als sich das anhört. Machen wir noch mal kurz ein bisschen was zu essen hier.
mir. Wie viele Pilzdinger habe ich denn eigentlich? Ja, habe ich auch noch. Ja, wieder die. Tränke werde ich halt für einen Notfall aufbewahren, weil die doch schwieriger zu produzieren sind. Das finde ich jetzt zum Beispiel sehr cool, so ein Stein, der irgendwann auf einer, wenn man von einer Seite hier guckt. Ne, er ist in der Lava, der schwebt aber so runter. Ich dachte, der wäre auch nur eine Lava von mir. Ein Holzschubkarren. Hier eigentlich was? Ach, hier ist noch eine Kochstelle, sehr schön. Aber warum ist eigentlich immer nur diese zwei Gerichte? Weil wir haben ja schon noch andere Zutaten, wie die Beeren zum Beispiel, oder wir im letzten in der Wüste gesammelt haben, diese komische Frucht da. Gambu, glaube ich, hieß das. Ein Freund, der uns willkommen heißt in seinem Haus. Eishauer ist auch sehr stark gegen die Scheibe. Aber gelegentlich werde ich die Waffen wieder verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Die haben hier viele Kochstellen hier in ihrer Mine. Ja gut, kann man ja verstehen, nicht wahr, Freunde? Minenarbeit ist harte Arbeit, die macht natürlich hungrig. Wow. Man kann über die Schienen balancieren. Nur die Frage, ob man daran dabei gehindert wird durch irgendwelche, wie den hier zum Beispiel. Noch einer, herrlich. Hier sind so eine, ja, Barrieren, so eine, was ist ein Loch? Oh. Ah ja, hier ist noch mal den schönen neuen Bogen, yeah. Ja, wie gesagt, Freunde, was mich noch, wie gesagt, noch ein bisschen, wo ich noch gespannt bin, ob noch mehr Inseln auftauchen werden oder sowas. Ja, wie gesagt, was ich nicht so schön finde hier im Menü, dass hier über 99 plus dann steht, dass man nicht genau weiß, wie viele Münzen habe ich denn wirklich. Ja. Ja, Münzen wegwerfen, wir wollen schon freiwillig eine Münze wegwerfen. Ja gut, was wiederum ein bisschen, wie soll ich sagen, merkwürdig ist, man braucht nicht wirklich Münzen im Spiel. Man brauchte am Anfang ein paar, um sich die Spitzhacke zu kaufen und die Axt, genau. Spitzhacke und Axt zu kaufen, alles andere muss man sich ja sowieso herstellen. Und der verkauft ja wirklich nur billige Dinge. Und der da unten ist schon wieder gespawnt. Okay, die sind wie alle gespawnt da unten. Ganz interessant. Wow, wow, wow. Ja, so hat man eigentlich so eine Balance ab Dinger. Gut, hier hat man noch relativ breiten Raum. Das geht alles noch, aber... Was
könnte schlimmer sein, wenn jetzt hier noch irgendwie Typen wären, die ich behindern oder irgendwann entgegenkommen würde, was man ausweichen müsste oder so. So, wir sind oben. Okay. Ja, wir müssen. Genau. Ja, da geht der Strahl hin. Kuppeln. Ja, ist auch eigentlich kurios, dass man hier. Achso, Tambora. Hier ganz nach oben. Hier muss normalerweise ist ja aber so, dass man mit Minen eigentlich immer sich nach unten vorarbeiten muss. Okay. Hier sieht es ja auch ziemlich wüst aus. Noch ein Staub. Erstmal gespeichert. Okay, erstmal auf eine Karte gucken. Ach du Scheiße, das ist ja noch riesig. Hier ist ein kleiner Raum, da ist ein etwas größerer Raum. Geradeaus ist ein kleinerer Raum. Ja, ich schlag mal vor, wir wenden uns nach links und gucken uns noch den kleinen Raum an und dann werde ich die Partner wieder beenden. Okay, hier ist so ein Mana-Kompressor drin. Und das ist einfach nur eine Werkstatt, okay. Aber hier wird es nicht Neues geben, richtig? Ja, die Rüstung. Ja, wie gesagt, man muss zuerst die Mithril-Rüstung machen. Mit, ja, Leder haben wir inzwischen mehr als genug. Mit zwei Mithril-Bahnen und vier Leder-Dingern. Und wenn man die hat, kann man auch diese Rüstung, also die wird halt einfach mal verbessert. Mit Hilfe von Danium-Dingern nochmal eine stärkere Rüstung draus erschaffen. Fand ich ganz lustig oder ganz cool eigentlich. Ja, wir hatten eine Schwertvariante, gibt es nicht in diesem. Dafür gibt es halt jetzt einen neuen Bogen. Also die Schwerter gibt es schon 4, 5, 6 Stück. So, ne, 5. Weil das ist zwischen den halb und halb. 1, 2, 3, 3, 4, 5 Schwerter gibt es zur Auswahl und ja, wie gesagt, hier zwei so eine Morgenstern-Dinger aus Eisen und aus Kupfer, weil der, wie gesagt, was, also Keule mit Wucht und so weiter ist, auch der Knüppel war natürlich mit Wucht, und dann drei Bögen und die Hämmer zählen ja auch als Wucht, also da gibt es auch 1, 2, 3, 4 mit der Keule auch 5 zur Auswahl. 6, der ist ja auch schon mit Wucht. Ja, also hier können wir im Moment auch hier so versuchen. Geil. Können wir hier was Neues machen? Nee. Auch nicht. Okay, der Raum ist schön, dass es solche Räume gibt, ist okay. Falls man halt noch nicht alles hat oder so, dass man sich halt noch was machen kann oder falls man noch irgendeine. Er geht jetzt noch kurz in den Raum hier, was jetzt hier noch ist. Das ist ja gleich ein bisschen größer. Oh. Oh. Was ist denn da? Ah, Zwischenboss. Ach du Scheiße. Der ist ja richtig heftig. Der hält ja richtig was aus, ey. Ne, ich kann ja mal zum Beispiel gucken. Au. Den macht auch nicht mehr Schaden. Ja, vielleicht mal beim Eistau, da kann man wenigstens schön weit weggehen. Außer wenn man natürlich eingekesselt wird. Wow. Ja, kommt Leute. Und meine Pilzsuppe hier. Noch ein bisschen gebratene Pilze. Ja, probier es aber beim Zauber natürlich kein Eis ausrüsten. Kein Schild ausrüsten kann. Thank you.
Komm schon, gleich bist du tot, mein Freund. Au. Ja, wieder der ist jetzt. What the heck? Schmolzes Lavaherz, okay. Der ist jetzt nicht ganz so wild. Gut, der macht gut Schaden, aber. Er hat halt keine Helfer-Selber, die. Wo man halt sich noch auf fünf andere Gegner dabei konzentrieren muss. Ich denke mal, das war's für heute. Oder für diesen Part zumindest. Also, lautet ein Beschluss. Okay, man braucht wahrscheinlich das Lavaherz für irgendwas. Ein Herz, in dessen Kern glühende Lava fließt. Wert 40 Münzen. Jetzt nochmal Mithril. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das noch Sinn macht, wieder viel Mithril zu sammeln. Jetzt würde ich gerne den Ausgang mal wiederfinden. Also gut, das war so ein kleiner, ja, Zwischenboss, wenn man so will. Ich gehe mal an, das Herz wird dann für irgendwas brauchen. Das wird werden so aus Spaß und Freude hier hinterher schmeißen. Also, wir speichern jetzt hier und dann im nächsten Part werden wir den nächsten Teil hier erkunden. Ich denke mal erstmal da und dann hier. Also vielen Dank, meine Freunde, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Windscape. Wie gesagt, ja, das Spiel, ich mag das Spiel, aber es hat eben ein paar Tücken, ein paar Macken, was nicht schön ist. Aber wie gesagt, am Ende gibt es natürlich ein Fazit, da werde ich da nochmal drauf eingehen. Also vielen Dank, bis zum nächsten Part.